Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich melde mich hier direkt nach dem Update zu Version 2.1. Wir haben jede Menge Events für 2.1 bekommen. Der Dark Room ist jetzt quasi freigeschaltet, wenn unser Level Cap auf 80 erhöht wird. Aber darum soll es in diesem Video heute nicht gehen, denn ich will euch heute was anderes zeigen. Denn wie ihr wisst, haben wir Black Friday Season, beziehungsweise Black Weeks etc., wie auch immer das alles genannt wird. Und das ist auch in Tau Fantasy der Fall. Nämlich, wenn ihr hier auf die Neuigkeiten geht und euch mal das hier durchliest bzw. anguckt. So, nämlich vom 22. November bis zum 6. Dezember bekommen wir als Black Friday Event sozusagen 25% unserer Erstkaufbelohnungen on top auf unsere Einkäufe auf Midas Buy. Midas Buy habe ich euch schon in einem anderen Video gezeigt, zeige ich euch gleich nochmal. Das heißt, wenn du deine Erstkaufbelohnung nicht geholt hast, würdest du ja 4680 dunkle Kristalle on top auf dein Tanium bekommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich meine Erstkaufbelohnung für jedes Angebot schon geholt. Das heißt, ich kriege keine Erstkaufbelohnung mehr, aber vom Event profitiere ich trotzdem, so wie ihr alle auch. Denn man kriegt eben, wenn man über Midas Buy auflädt, 25% der Erstkaufbelohnung als dunkle Kristalle on top. Und falls ihr eure Erstkaufbelohnung aber schon geholt habt, kriegt ihr trotzdem die 25% in diesem Zeitraum bis zum 6. Dezember on top geschenkt. Ich zeige euch mal, wie das geht. Nämlich hier auf Midas Buy. Ihr kommt auf der Startseite an, macht euch hier einen Account oder auch nicht, ist an sich egal, aber ich würde euch empfehlen, eins zu machen, aber das ist nicht das Thema des Videos. Dann geht ihr hier unten auf Tower Fantasy. Hier angekommen wird auch hier schon damit geworben, Sondervorteil am Black Friday. Dann geht ihr hier auf Kaufen und wählt zum Beispiel Sofortüberweisung oder Paysafe Card. Das heißt, ihr habt hier auch noch andere Bezahlmöglichkeiten als auf Tower Fantasy, dem Launcher davon, wo man ja nur mit Kreditkarte zahlen kann. Und ja, wenn ich dann hier meine Spieler-ID eingebe, berechnet er mir für 100 Euro, also für das große Paket, würde ich 2950 dunkle Kristalle bekommen. Und wenn ihr euch das zusammenrechnet, wären das die 1300, die ja jeder bekommt nach seiner Erstkaufbelohnung, plus die 1650, die vom Event kommen. Das heißt, wenn ich mir eben das große Paket kaufe, kriege ich 2950 beim sozusagen Erstkauf innerhalb dieses Event-Zeitraums. Wenn ich mir das jetzt kaufe, sollte das Angebot sich ändern und ich bekomme die üblichen 1300 beim nächsten Kauf. Dann würde hier jetzt beim nächsten Kauf wieder 1300 Dark Crystals stehen, weil das ja auch nur für einen Kauf ist. Es ist ja immer noch eine Erstkaufbelohnungsbonus on top sozusagen. Auch wenn es jetzt nicht mein Erstkauf wäre insgesamt, aber innerhalb des Event-Zeitraums. Das präsentiere ich euch mal, weil das hatte ich sowieso schon vor, das zu holen. Und dann schauen wir es uns zusammen an. Also, ich kaufe mir jetzt das 100-Euro-Paket, würde 1300 Dark Crystals nur geschenkt bekommen, aber aufgrund des Events kriegen wir 2950. Ich kaufe das jetzt und dann gucken wir mal, wie es in Topf aussieht, was ich bekomme. So, oben rechts seht ihr ja meine Währung. So, ich bin jetzt im Einkaufsprozess. So, ich gebe jetzt meine TAN ein und ich bestätige jetzt meinen Einkauf. So. Und wie ihr seht, 1300... 6.250 und die 1.650. Sorry, ich meinte 6.480 natürlich. Aber ja, ihr habt es ja im Video gesehen. Dann gucken wir mal, was jetzt auf Midas Buy steht. Ihr seht hier oben, ich habe alles bekommen, was sozusagen mir versprochen wurde, ne? Und wenn wir jetzt auf Midas Buy rübergehen, ich bin mit meinem Account hier angemeldet. Und wie wir sehen, kriege ich hier jetzt wieder nur 1.300 Dark Crystals. Da würde ich zum Beispiel bei dem hier mehr bekommen. An Dark Crystals jetzt natürlich weniger Tarnium, ist ja klar. Das wollte ich euch zeigen, dass ihr euch das nicht entgehen lasst, weil ich weiß auch, dass sehr viele Midas Buy gar nicht auf dem Schirm haben. Ich kann euch versprechen, dass die Seite laut meiner Erfahrung zu 100% safe ist. Ihr habt auch gesehen, ich habe hier meine Zahlung abgegeben und ich habe es innerhalb von Sekunden in-game bekommen. Ich verlinke euch auch Midas Buy in der Videobeschreibung, dass ihr auch ja nicht auf irgendeine random Scam-Seite euch aus Versehen einloggt oder so. Aber an sich findet man die Seite auch, wenn man einfach nach Midas Buy googelt. Beziehungsweise ihr könnt auch... Ihr könntet auch hier über Neuigkeiten auf den Link klicken und es öffnet sich. Ja, das war's mit dem Video. Lasst mir Feedback da, ob solche Art Videos euch gefallen. Schön informativ. Ansonsten lasst mir ein Like da und abonniert den Channel für mehr Tower Fantasy Content auf Deutsch. Ich versuche mein Bestes zu geben, euch hier geilen Content zu bringen. Checkt die Pull-Videos ab, wenn ihr die noch nicht abgecheckt habt. Und ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich küsse euer Herz und haut rein. Ciao.